einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Adventsstudio im Hotel Böhler. Und ich freue mich, heute ein weiteres Türchen zu öffnen und einen ganz besonderen Menschen zu treffen. Er ist weltweit bekannt als Peaceful Warrior, der friedvolle Krieger. Er führte bisher schon verschiedene Leben. Er war Deutscher und Vize-Europameister im MMA, hat den Weltrekord mit dem schnellsten Knockout in einem Titelfight mit 3 Sekunden. Er war Bodyguard des Königs von Saudi-Arabien, Ausbilder vieler internationaler Spezialeinheiten und Trainer diverser Profi- und Olympiaathleten. Aus all diesen Erfahrungen hat er sein spezielles Programm Sei Wasser, Art of Life entwickelt. Eine Multivitaminkur für Geist und Körper. Herzlich willkommen, Yasin Seiwasser. Herzlich willkommen, danke. Ja, schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Und jetzt sind wir heute Sportler unter sich. Mhm. Ich war Sportlerin, bin immer noch, aber nicht mehr so aktiv. Du Sportler, aber ich habe noch andere Parallelen gefunden. Du bist halb Syrer und halb Türke. Du trägst 2 unterschiedliche Kulturen in dir, die dich ausmachen als Mensch, und bist auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und du hast eine sehr spannende Biografie. Du bist durch viele Länder gereist, hast viele Kulturen erlebt, Menschen begegnet. Und so eine spannende Frage wäre für mich, also ich hätte natürlich 1000 Fragen an dich, wie haben dich diese Begegnungen geprägt? Gab es da auch vielleicht besondere Begegnungen oder war das so ein Prozess für dich? Also von klein auf bis jetzt, das waren wahrscheinlich viele spannende, auch unbewusste Begegnungen. Also ich kann mal sagen, wo es ungefähr eine Wende gab, als ich im Alter von 14, 15 Jahren das Buch gelesen habe, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Da hat mich etwas berührt, wirklich tief in diesem frühen Alter, in diesem Teenageralter, wo die ganzen Freunde Partys gemacht haben, angefangen haben zu rauchen und Alkohol zu trinken und bei uns in der Gegend vermehrt. Da hat mich das sehr inspiriert und auf einen Weg gebracht, so wie heute der friedvolle Krieger oder der diese Harmonie mit dieser Stärke kombiniert. Und das ist etwas, wo mich damals, ich sag mal, diese Wende, diese tiefe Wende, das war eine der Begegnungen mit dem Buch, die mich sehr inspiriert haben. Mhm. Autor Dan Millman, sehr bekannt, hat über 30 Millionen Bücher in verschiedenen Sprachen. Und ja. Ja, als ich das gelesen habe, Friedvoller Krieger, da dachte ich auch gleich an Dan Millman. Und übrigens ist das auch, da haben wir wieder so eine Parallele, einfach auch ein Buch, was mich auch in diesem Bereich auch gebracht hat. Dan Millman hat mich auch sehr inspiriert. Ich habe dann viele Bücher von ihm auch gelesen und dann habe ich auch gesehen, dass du ihn persönlich kennenlernen durftest und das finde ich total cool. Wie hat dich Dan Millman in dieser persönlichen Begegnung nochmal geprägt oder was hat er dir mitgegeben? Also in dem Alter von circa wie 14, 15, wie gesagt, da habe ich angefangen, die Bücher zu lesen von ihm. Und ich glaube, das waren knapp 20 Jahre, da habe ich sehr viel gelesen, sehr viele verschiedene Bücher. Und unter anderem habe ich damals seine Bücher mehrmals gelesen. Also wirklich das erste Buch zum Beispiel habe ich 13 Mal gelesen. Mhm. Und als er da die Peaceful Warrior Camps angeboten hat in Costa Rica, habe ich das immer mitverfolgt. Damals war es mir noch nicht möglich. Und so bin ich vor circa 5, 6 Jahren zum ersten Mal hingegangen. Habe in Costa Rica auf dem Berg, da war ein Peaceful Warrior Camp, da habe ich ihn das erste Mal auch live gesehen. Mhm. Und irgendwie, wie es keine Zufälle gibt, wie perfekt alles auch wie im Universum ist, habe ich auf einem nächtlichen Spaziergang habe ich ihn am Pool getroffen, im richtig Dunkeln. Mhm. Da war er allein, ich allein. Und wir kamen irgendwie energetisch sehr zusammen. Und dann hat er mich natürlich gleich einen Tag später unterrichten lassen, sehr ehrenhaft. Mhm. Wow. Und 2 Jahre später hat er mich als Ehrengast zu seinem Peaceful Warrior Camp eingeladen. Und ich glaube, ich bin der Einzige in seiner ganzen Laufbahn, der jemals da unterrichten durfte als Ehrengast. Das ist eine große Ehre, weil, wie gesagt, das war eine meiner Inspirationen am Anfang. Und heute habe ich mit ihm SMS-Kontakt und wir treffen uns auch öfters im Zoom, 2-mal im Monat und reden und tauschen uns aus.
Und so wie ich ihn nenne, ist ein Mentor von mir. Und er setzt mich immer auf ein Level wie ihn selbst eigentlich. Er sagt, wir sind beide Kollegen im Spirit immer. Und ich lerne von dir genauso wie du von mir. Und das ist eine sehr große Ehre, die ich sehr pflege und sehr schätze. Wow, also ich spüre da sehr, sehr viel Energie auch und das berührt mich sehr und das finde ich total schön. Und dass du im Prinzip hast du ja auch damals schon so diesen Samen auch gelegt durch das Lesen der Bücher. Und es ist ja schön, dass vielleicht hast du auch als Kind schon irgendwie gedacht, wow, wäre das mal cool, Dan Millman persönlich kennenzulernen, war das so, oder? Ja, und das hat sich dann irgendwie so für dich dann auch erfüllt durch den Zufall, den es nicht gibt. Und das ist schön. Wow, toll. Und wenn du jetzt so auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, war vielleicht auch so dein Antrieb, dein innerer Antrieb, dein Motivator, dich für diese Kampfkunst auch zu begeistern? Gab es da irgendwie vielleicht auch einen Schlüsselmoment in deinem Leben? Also in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin und auch in den ersten 4 Jahren an der Grenze Syrien-Türkei gab es sehr viel körperliche Auseinandersetzungen. Und da war Nummer eins diese körperliche Verteidigung, Selbstverteidigung. Erstmal ist es grobstofflich, das heißt, man beginnt grobstofflich, der Körper, man achtet auf den Körper, man will sich erstmal in der körperlichen Stärke ausdrücken, man braucht das Selbstbewusstsein. Gerade in so einer Gegend, dass ich mich wehren konnte und dann später wurde das immer mehr. Dann irgendwann mal auf den Meisterschaften mitgemacht, dann hatte ich mal da oder dort was gewonnen. Und diese körperliche Kraft, dieses Selbstbewusstsein durch diese Körperkraft war der erste Schritt. Und dann mit der Zeit vom Grobstofflichen geht es ins Feinstoffliche. Und wenn man genau darauf achtet, wo diese Kämpfe ja beginnen, es ist wirklich sehr subtil, sehr feinstofflich und es beginnt in einem selbst. Angst oder Selbstbewusstsein, Mut, Trauer, Wut, Aggression und was auch immer, Stress, ist alles etwas, was von innen beginnt. Und mit der Zeit und auch mit den Büchern, da habe ich sehr früh damit angefangen, auch gerade mit Meditation, da habe ich im Alter mit 14, 15 angefangen, als Autodidakt sehr viel auszuprobieren. Und ich sag mal so, dann mit der Zeit wurde dieser Kampf immer sichtbarer, dass er doch nicht im Außen ist. Und so habe ich in den letzten vielen Jahren sehr viel Aufmerksamkeit und Kraft da investiert, diesen inneren Kampf zu besiegen. Und wie kann man diesen inneren Kampf am besten steuern? Und das ist ein sehr großes Kapitel, also viel mehr wie der Körper. Und würdest du sagen, dass du als kleines Kind jetzt eher weniger Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hattest? Oder wie hast du dich damals wahrgenommen? Vielleicht nicht Selbstvertrauen, dass es gering war, eher diese Gegend, in der ich aufgewachsen bin, die Als war Schutz vielleicht gefährlich. auch? Genau. Es war eine gefährliche Gegend. Einerseits, wir haben regelmäßig so Steinschlachten gehabt damals als Kinder. Ich habe da hinten auch so eine Narbe noch vom Kind oder so. Und da hat man gesehen, das war sehr, alles wäre sehr Gewalt, also war viel Gewalt dabei. Und oft gab es natürlich auch dann diese Gruppierungen und wenn man dann als Einzelgänger irgendwo unterwegs war, dann waren mal vier, fünf bisschen ältere da und man hat körperlich keine Chance gesehen. Und in dem Moment natürlich entwickelst du auch eine Angst und eine Aufmerksamkeit. Das bedeutet, du achtest automatisch mehr und dann auch, was kann ich jetzt tun? Und so hat es halt dahin geführt. Und wie gehst du mit deinen inneren Kämpfen als friedvoller Krieger um? Und wo siehst du vielleicht für dich noch Entwicklungspotenzial in deinem persönlichen Leben? Also der Kampf, der innere Kampf ist bei jedem Menschen Tag ein, Tag aus, so wie auch in den schönen Büchern von Dan Millman, die Arena des Alltags. Das heißt, unser Alltag ist voll mit Herausforderungen. Mit der Zeit lernt man zu trainieren in diesem Alltag, ob man jetzt im Stau steckt und eine Verabredung hat, man kommt zu spät, ob man Hunger hat, man geht ins Restaurant, freut sich auf sein Lieblingsessen und es gibt es auf einmal nicht mehr. Oder auf einmal regnet es und man wollte grillen, was auch immer. Man hat ständig Herausforderungen und Hürden im Alltag. Und wenn man lernt, in diesem Moment das als Trainingselemente zu sehen, da gibt es auch viele Übungen dafür, so kann man sich immer besser trainieren in diesem Alltag. Und man natürlich durch das Training, wie ein Muskel, verbessert sich dieser unsichtbare Muskel. Wenn ich jetzt jeden Tag meinen
Bizeps, Brust trainieren wollen würde, so wie die meisten, oder irgendwelche Liegestützen, dann kann man das sehen und vergleichen. Heute schaffe ich 10, dann 15, 20. Das ist eine sichtbare Veränderung. Man sieht es. In dieser unsichtbaren Veränderung ist es schwierig, man hat nichts zum Vergleichen, aber dennoch trainiert man diesen unsichtbaren Muskel, der immer mehr zunimmt. Ob es jetzt im Alltag ist oder auch Übungen, wenn man sich zurückzieht und selbst trainiert, Gedankenvorgänge, Konzentrationen, Affirmationen, Atemtechniken. Da gibt es ganz viele Tools. Ich für mich selber, kein Mensch wird sagen können, ich habe zu Ende gelernt. Also wir lernen immer weiter, es gibt keine Grenzen. Ich kann nur sagen, dass ich eine sehr starke Basis habe, weil ich so viele Jahre mich sehr intensiv damit beschäftige. Also es sind jetzt mehr wie 30 Jahre geistig und körperliches Training und es hört nicht auf. Also jeden Tag habe ich mein Programm. Das ist die Dusche für den Geist, sowie die Dusche für den Körper. Der Geist ist noch mehr am Arbeiten. Und die mache ich jeden Tag morgens, abends als Pflicht und natürlich tagsüber, wann immer ein bisschen Zeit ist, mache ich mir einen Plan für mich selbst. Und hast du noch irgendwo Entwicklungspotenzial für dich, wo du sagst, in dem Bereich würdest du gerne noch weiterkommen? Also wie ich gerade auch erwähnt hatte, es gibt keine Grenze. Man wird überall besser, man kann besser werden. Ich vergleiche es jetzt nicht als Wettkampf. Man gewöhnt sich daran, an seinen Alltag, an seinem Können. Das ist wie wenn man auf der Autobahn mal eine Zeit lang mit 150 oder 200 gefahren ist und auf einmal auf 80 runter. Dann ist es so langsam, man denkt, man fährt fast Schrittgeschwindigkeit. Und dieser Speed, diese Geschwindigkeit, mit der ich jetzt in dieser Tiefe da, in den Dimensionen mich aufhalte, das wird für mich normal. Wenn ich jetzt normal rede oder normal atme, das mag für jemand anders sehr außergewöhnlich sein. Für mich ist das normal. Ja. Und diese Normalität versuche ich dann natürlich immer weiter anzugehen, dass es noch tiefer oder noch höher geht. Aber nicht als Wettkampf, sondern einfach, weil es gibt keine Grenzen da. Also die unsichtbaren Treppen, die gehen immer weiter hoch. Und das ist auch das Spannende am Leben. Solange wir leben, ist ständig Erneuerung da und Veränderung da. Und so gehe ich den Weg mit, so wie Wasser, es fließt ständig. Genau. Ja, das hast du jetzt angesprochen. Du hast mir gerade vorher verraten, dass dein neuer Nachname Seiwasser ist. Und Künstlername. Genau, dieser Künstlername. Und wie bist du darauf gekommen? Also Seiwasser ist aus dem Taoismus. Taoismus ist, nochmal kurz zurückzugehen, wir selbst sind über 72% im Durchschnitt aus Wasser. Die Erde ist auch 72% aus Wasser. Wir haben den gleichen Durchschnitt ungefähr, Pi mal Daumen. Wir sind schon Wasser in dem Sinn, zum größten Teil. Und dann haben wir noch vier andere Elemente. Also kurz darauf einzugehen, wir haben Feuer, 4%, 6% Erde, 6% Luft, Raum und 12% Erde. Und 72% Wasser. Das heißt, in diesen fünf Elementen ist Wasser der übergreifendste. Wir sind Wasser, wir sind alle wie Wasser. Und wir werden im Wasser geboren. Das heißt, wir werden in diesem, im Embryo, wir werden im Wasser geboren. Die Wissenschaftler haben bis heute nicht herausgefunden, warum Wasser das einzigste Element ist, welches Eis sein kann, fließend sein kann oder unsichtbar, gasförmig. Also bleiben wir wie Menschen immer mysteriös. Und im sichtbaren Zustand ist Wasser das perfekte Element der Veränderung und der Anpassung. Wenn ich jetzt irgendein Ziel habe und dieses Ziel erreichen will und ich bin hier auf diesem Weg und habe irgendwelche Hürden auf diesem Weg, das Wasser würde den bestnächstmöglichen Weg einschlagen und den kürzesten gleichzeitig. Das heißt, es passt sich perfekt an, ob es in eine Tasse geht, ob es jetzt hier irgendwo fließt. Und selbst wenn es aufgehalten wird wie ein Staudamm, wird es unsichtbar, wird es hochgesogen und als Wolke wandert es weiter und regnet dann irgendwo. Das heißt, wir sind unaufhaltbar in dem Sinn. Und Wasser findet immer einen perfekten Weg und passt sich perfekt an. Und so ist diese Philosophie vom Taoismus rübergekommen, sei Wasser, und gleichzeitig durch die Kampfkunstlegende Bruce Lee. Er hat so ein Zitat, be water, my friend, und dadurch ist es auch berühmt geworden und bekannt geworden. Und ich habe sehr viel über die Philosophie gelesen, studiert und natürlich irgendwann mal, also vor über 20 Jahren habe ich meine erste Webseite seiwasser.de genannt. Also es ist schon
Also ich lebe das schon lange. Ja. Sehr schön. Und Wasser kann ja auf der einen Seite auch sanft sein und dann aber auch wieder so kraftvoll. Und das ist sehr schön. Klar, Wasser reinigt. Wir reinigen uns mit Wasser. Das Essen besteht 70% aus Wasser. Mhm. Und das noch ganz viel mehr. Also es gibt eine sehr interessante Doku, die ich den Zuschauern auch sehr empfehlen würde, auf Deutsch. Die geheime Macht des Wassers im YouTube. Das geht 1,5 Stunden circa. Mhm. Da sieht man ganz tiefgründige Sachen. Und wenn man das anguckt, weiß man auch mehr über sich selbst, weil wir aus über 70% aus Wasser bestehen. Mhm. Und es ist auch ein großer Kapitel in meinem Lehrprogramm mit der Atmung, mit allem anderen. Da kommt noch Wasser als ein großer Kapitel. Wie gesagt, ist sehr spannend. Jetzt hast du gerade das Thema Atmung angesprochen, eben auch so dieses Luftelement. Du bist jetzt in letzter Zeit öfters mal im Fernsehen aufgetreten, auch weil du mit dem Ringer-Weltmeister Frank Stäbler zusammenarbeitest, der aufgrund von einer Corona-Erkrankung auch eben ja, einiges an Lungenkapazität verloren hat und dank deiner Hilfe und Unterstützung und durch gezieltes Atemtraining jetzt auch schon innerhalb kürzester Zeit auch extreme Fortschritte gemacht hat und da auf dem Weg Richtung Tokio 2021 gut unterwegs ist. Und vielleicht magst du unseren Zuschauern mal noch vielleicht eine Atemübung mit auf den Weg geben, gerade in dieser Corona-Zeit, wo der Coronavirus jetzt auch verstärkt die Lungen angreift, ist es ja vielleicht auch interessant für die Zuschauer, dass wenn sie jetzt an der Corona erkrankt waren oder sind oder einfach auch ihr Immunsystem stärken, eine Atemübung vielleicht auch gemeinsam mit mir zu machen. Also es gibt ganz viele verschiedene Atemtechniken. Die einfachste Variante wäre jetzt etwas, den Zuschauern mitzugeben, was sie selbst einfach praktizieren können, wo es auch nicht große Fehler gemacht werden können. So wie beim körperlichen Training, es ist noch viel wichtiger, bei diesem subtilen Training auf Feinheiten zu achten. Zum Beispiel gibt es ein Sprichwort, man sagt, Übung macht den Meister. Aber das stimmt nicht, weil man kann auch viel falsch machen. Ich habe das im Alter von 16 oder 17 Jahren schon umgeändert. Richtige Übung macht den Meister. Denn wenn man falsch trainiert, macht man sich kaputt. Und zum Beispiel bei einer Übung, körperlichen Übung, macht man Hantelkniebeuge oder irgendwas, kann man sich den Rücken kaputt machen. Mhm. Also Übung allein macht nicht den Meister. Richtige Übung macht den Meister. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich jetzt nicht zu arg in die Details reingehe, in den Techniken, aber eine Technik den Zuschauern mitgebe, welche sie einfach auf sich selbst anpassen können. Wenn ich jetzt auf Zeit gehe, wird es nicht hinhauen. Und das ist ein großes Problem bei der heutigen Lehre. Menschen wollen immer in Zahlen und in verschiedenen Zeiteinheiten immer etwas wiedergeben. Wir sind aber so verschieden, wenn ich sage, du musst 3 Schritte einatmen, 10 aus. Der Nächste, der Atemprobleme hat, kann vielleicht nur 1 Schritt einatmen. Ja. Das heißt, die Lehre würde dann nicht mehr funktionieren. Deswegen gehe ich mal davon ab, nicht in Details zu gehen, sondern einfach, dass jeder es individuell auf sich zuschneiden kann. Mhm. Ein großes Thema ist, wir atmen zu viel. Wir sind Überatmer. Atmung ist die wichtigste Nahrung fürs Überleben für den Menschen. Ein Mensch kann ohne Essen, wie gesagt, 2 Monate, das habe ich oft gesagt, auskommen, wenn er Wasser trinkt. Die subtilere Form Wasser können wir nur 2 bis 3 Tage. Wir können nur darauf 2 bis 3 Tage verzichten. Mhm. Und die subtilste Form ist die unsichtbare Form, ist die Luft. Wir können ohne Luft nur 2 bis 3 Minuten überleben. Ein normaler, kein Apnoe-Taucher oder so. Ja. Und diese Nahrung, dieser unsichtbare Nahrungsstoff ist so wichtig, dass wir können so viel machen damit in unserem Körper. Wir atmen ca. 26.000 Mal pro Tag. Also es ist unglaublich. Und deswegen, ich sage mal kurz zu dem Thema nochmal, wir atmen zu viel ein, zu wenig aus. Das ist wie beim Essen. Wenn wir zu viel essen, haben wir zu viel in uns drin. Der Körper wird überlastet, kann es nicht verwerten und es macht uns müde. Und dann wird noch vieles Negatives abgelagert. Wir denken, dass ein tiefer Atemzug gut sein soll. Und wenn wir kurz ausatmen im Alltag, haben wir zu viel unverbrauchte Sauerstoff, unverbrauchte Energie in uns. Das macht den Körper müde, macht den Stoffwechsel, Immunsystem und alles andere, das ganze System,
wird dadurch reduziert. Also man kann nicht wirklich die Kapazität ausschöpfen. Wenn ich jetzt im Essen denke, wenn ich gut esse, nicht zu viel, gute Vitamine, gutes Obst, Rohkost und ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich noch Hunger habe, aber ich fühle mich leicht und wachsam. Mhm. Das Gleiche ist mit diesem Nahrungselement Luft, Atmung. Diese Atmung jetzt für die Zuschauer, wir atmen wenig ein, nicht die volle Lungenkapazität ausfüllen. Das kann sein 3 Sekunden, 6 Sekunden, je nach Individualität und atmen 2 bis 3 Mal so lang aus. Mhm. Das nennt man reduziertes Atmen. Man erhält, es darf aber nicht schwer werden. Es darf nicht dahin gehen, dass man danach nach Luft schnappen will. Es muss immer noch in einem begrenzten Zustand sein, wo ich sage, ich würde gern jetzt tief atmen, aber ich mache es nicht. Mhm. Das heißt, ich atme zum Beispiel jetzt individuell 3 Sekunden ein. Machen wir mit. Und dann atme ich aus. Jetzt bei mir ist es sehr angenehm noch. Mhm. 6 Sekunden aus, 3 Sekunden ein. Mhm. Also so doppelt so lang zum Beispiel. Genau, zum jetzt. Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, es kann auch sein 3 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. Und man sollte es ungefähr auf 4 Minuten aufrechterhalten können. Dann verändert sich auch ein bisschen in dem Moment schon die Struktur der Energie im Körper. Und atme ich durch den Mund oder durch die Nase? Nur durch die Nase. Durch die Nase, ja. Genau, sehr wichtig. Der Mund ist verbunden mit dem sympathischen Nervensystem. Ist dieser Schockeffekt oder Stresssystem und was auch immer, ist immer die hohe Atmung. Und durch die Mundatmung haben wir keinen Zugang richtig zum Zwerchfell, also ist nicht der gleiche Draht, den wir hier haben durch die Nase. Und durch die Nasenatmung docken wir auch das parasympathische Nervensystem an. Das heißt, wir entspannen uns. Der Körper arbeitet besser. Und zu dieser Technik, wenn man diese Technik jetzt 3-4 Mal am Tag macht, 3-4 Minuten, ich nenne es einfach reduziertes Atmen, so stärkt man sein Immunsystem, seine Konzentration auf seinen Atemrhythmus und gleichzeitig gibt es eine Menge, der Arm zu kurz, um die ganzen Vorteile aufzuschreiben. Mhm. Ja. Also es hat ganz viele Vorteile. Immunsystem, parasympathisches Nervensystem, die Kraft wird besser, der Schlaf wird besser, die Wachsamkeit wird besser, die Ruhe wird besser. Also ganz viele Sachen werden da besser. Und das würde ich den Zuschauern ans Herz legen, dass sie einfach mal 3 bis 4 Minuten einen Atemhunger aufrechterhalten. 30% einatmen, ungefähr 70% ausatmen und das mal über eine längere Zeit. Mhm. Wenn man das aufrechterhalten kann und ungefähr mal 6-7 Atemzüge pro Minute unbewusst sich aneignet, dann hat man die Qualität seines Lebens sehr stark verbessert. Ah, dann ist man vielleicht 2 Jahre jünger. Viel, ja, wahrscheinlich noch viel mehr Jahre, ja. Weil in dem in der Atemqualität, in der Atemquantität ist in der Natur auch der Spiegel der Länge des Lebens. Zum Beispiel eine Maus atmet 50 bis 60 Mal pro Minute, die wird nur 3 Jahre alt. Mhm. Ein Hund atmet jetzt ungefähr 3-mal so viel wie ein Mensch, wird auch ungefähr im Durchschnitt so gesehen ungefähr vielleicht 12, 13, 14 Jahre alt. Eine Schildkröte atmet nur 3-mal pro Minute und die wird ungefähr 150 Jahre alt. Und genauso auch andere Tiere. Es gibt einen Wal, der atmet nur 1-mal jede 2 Stunden, der wird über 600, 700 Jahre alt. Wow. Also überall, wo die Atemquantität kürzer ist, ist das Leben länger. Mhm. Und überall, wo die Atemfrequenz zu hoch ist, ist das Leben kürzer. Mhm. Also es ist auch kein Zufall, dass wir mit dem ersten Atemzug geboren werden und mit dem letzten Atemzug körperlich von dieser Welt gehen. Ja, ja. Und gleichzeitig die Emotionen sind in der Atmung als Spiegel da. Habe ich Angst? Weine ich? Bin ich wütend? Oh. Also das heißt, da ist ganz viel dahinter. Ja, also in dem ruhigen Atmen liegt auch die Kraft und die Ruhe. Und jetzt noch zum Abschluss. Wie verbringst du die Advents- und Weihnachtszeit? Und was ist so deine persönliche Botschaft, die du den Zuschauern jetzt in dieser Zeit auch mitgeben möchtest? Also meine persönliche Botschaft ist, für mich ist jeder Moment und jeder Tag gleich wertvoll. Es gibt keinen Tag, an dem ich sage, oh, da habe ich Geburtstag, da mache ich eine Party oder so oder was auch immer. Jeder Tag und jeder Moment, jeder Atemzug ist so einmalig wie jeder andere. Und ich verbringe die Zeit so wertvoll wie möglich, ob ich hier sitze, ob ich nachher nach Hause laufe,
ob ich zu Hause sitze oder lese oder ob ich in Aktion bin, ob ich joggen gehe oder ob ich esse. Das ist eine Philosophie, die aus den, von den Kriegern kommt. Esse deinen Reis, als ob es dein letzter wäre, weil die wussten nie, ob sie morgen noch weiterleben oder nicht. Heutzutage wissen sie es auch nicht. Mhm. Wir denken, wir leben immer 300, 400 Jahre. Und so gehen wir auch mit unserem Leben und mit unserer Zeit um. Und man darf nicht vergessen, aus Zeit besteht dieses Leben. Deswegen sollte man sich aneignen, jeden Moment dankbar zu sein, unbewusst dankbar, jeden Tag so zu leben. Es ist ein neuer Tag und dieser Tag und dieser Moment kommt nie wieder. Der kommt und geht und kommt nie wieder. Und deswegen sollte man einfach jeden Moment dankbar, aufmerksam und Wertschätzung geben. Man sollte jeden Moment Wert geben, weil es ist ein wertvoller Moment, der nie wiederkommt. Mhm. Und das vergessen die Menschen. Die haben immer nur ein Ziel. Ah, morgen ist Weihnachten und was ist mit dem ganzen Tag jetzt? Nächstes Jahr ist hier und da habe ich Geburtstag und ich arbeite 3 Monate, dann gehe ich in Urlaub. Jeder Moment ist so wertvoll und die Menschen schmeißen die Momente weg. Wenn man einen Durchschnittsmensch fragen würde, wie viele Momente hast du wirklich gelebt? Dann sind es nur diese paar Momente und all die anderen Momente sind dann, da kann man Wertstoff hochbringen. Und die machen einfach viel, viel mehr aus an dieser Lebenszeit. Genau, und die leiden auch viel mehr, weil die suchen sich immer im Außenzustand das Glück. Und das Glück findet man nicht im Außen. Das Glück findet man nur hier innen. Also auch in allen heiligen Schriften findet man es wieder. Es ist nur sehr metaphorisch und schwierig geschrieben. Und noch muss man dazu sagen, alle heiligen Schriften wurden in Kriegszeiten geschrieben. Mhm. Also das heißt immer, was ist das Leben? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Das sind die tiefen Fragen. Aber dass wir gar nicht in die Tiefe gehen und unseren Kopf jetzt so arg zum Nachdenken bringen, ich weiß, ich bin hier, es ist jetzt und ich kann das Beste draus tun und ich kann mich auf den Jetzt-Moment konzentrieren und so kann ich auch gleich viel mehr aus mir rausholen, auch für meine Zukunft viel mehr aufbauen, weil ich einfach viel mehr aufbauen kann in dem Moment, weil ich mehr bin, dieses Mehrsein und das kommt durch den Moment jetzt. Mhm. Es ist wichtig, eine sehr wichtige Botschaft, natürlich gibt es Tools, um das zu trainieren und da fragt sich der ein oder andere, wie mache ich das? Weil viele sagen es, aber sowas, dafür gibt es einen Lehrer wie mich und wie andere gibt es Leute, die können dann den Menschen auch auf den Weg helfen. Mhm. Wunderbar, vielen Dank für deine Einblicke in dein Leben und dein Wirken. Und schön. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit. Gleichfalls. Jeden Moment, den Genuss. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten jetzt eine inspirierte Zeit. Und genießen diesen besonderen Abend und jeden Moment ihres Lebens mit einem tiefen Atemzug. Genau. Alles Liebe. Bis dann. Danke.